Die globale Klimaerwärmung erfordert mehr denn je unser Handeln. Wir als MAN treiben auch in Zukunft den Klimaschutz aktiv voran und haben uns hierzu hohe Ziele gesetzt. Wir wollen bis spätestens 2050 unsere Treibhausgasemissionen auf null herunterfahren. Die Rahmenbedingungen dafür schafft ein EU-Gesetz, das realitätsnahe und standardisierte CO2-Emissionen sowie Energie- und Kraftstoffverbrauchssimulationen vorgibt. Denn CO2-Ausstoß und Kraftstoffverbrauch sind direkt proportional miteinander verbunden. Sinkt der Verbrauch, sinkt auch der Ausstoß. Bereits seit Anfang 2019 wird der CO2-Ausstoß für schwere Lkw auf diese Weise deklariert. Aufbauend auf diesem Verfahren kommen nun alle schweren Busse hinzu. Es ist das erste Mal, dass jeder Kunde eine standardisierte CO2-Deklaration für alle Busfahrzeuge und Klassen bekommt. Das sogenannte Customer Information File enthält die fahrzeugspezifischen CO2-Emissionen sowie den Kraftstoff- und Energieverbrauch und ist künftig innerhalb der EU für die Zulassung der Busse erforderlich. Dies gilt übrigens auch für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Diese produzieren zwar keine Abgase, aber ihr Energieverbrauch ist ein entscheidendes Kriterium und wird im gleichen Verfahren berechnet. Doch wie wird der CO2-Ausstoß ermittelt? Genau dafür gibt es Vecto, ein von der Europäischen Union vorgegebenes Simulationstool. Vecto rechnet dabei herstellerübergreifend mit realitätsnahen Referenzstrecken und Einsatzfällen je nach Fahrzeugkategorie. Außerdem berücksichtigt Vecto fahrzeugspezifische Faktoren, welche allesamt einen unterschiedlichen Einfluss auf die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch haben. Daher ist es wichtig, direkt bei der Fahrzeugkonfiguration einsatzspezifische Optimierungen des CO2-Wertes vorzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel Motorleistung, Reifen und Luftwiderstand. Aber auch anwendungsspezifische Verbesserungen können bereits im Vorfeld erfolgen. Bei einem Bus ist beispielsweise die Fahrgastanzahl relevant. Die CO2-Emissionen pro Personenkilometer steigen bzw. sinken, entgegengesetzt zur Zahl der zugrunde liegenden Fahrgäste. Daher berechnet Vecto alle Fahrzeuge mit einer hohen und einer niedrigen standardisierten Fahrgastanzahl. Seitens MAN können wir durch unsere Produkte viel beeinflussen und Sie selbst können auch natürlich mitmachen. Durch eine fahrgastfreundliche, vorausschauende Fahrweise können die Emissionen und der Energieverbrauch erheblich reduziert werden. Und jeder Einzelne kann durch die Nutzung des ÖPNV seinen eigenen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten.